Es ist der vierte Tag meines Wanderurlaubs in Maurach am Achensee. Der morgendliche Blick vom Hotel aus über die Straße hinweg in Richtung Karwendel zeigt leichten Nieselregen. Laut Wetterbericht soll es jedoch aufklaren. Ich möchte eine Wanderung wiederholen, die ich 1984, also vor 28 Jahren, bereits schon einmal mit Reni gelaufen bin. Von Achenkirch aus durch das Oberautal hinauf zur Passilalm und dann hinunter nach Pertisau. Dazu fahre ich mit dem Bus, den ich mit meiner Achenseekarte kostenlos benutzen kann, hinauf nach Achenkirch bis zum Abzweig Achensee. Dort angekommen hat nicht nur der Nieselregen aufgehört, es kommt sogar die Sonne heraus. Beim Studium der Wanderkarte stelle ich fest, dass der wildromantische Pfad, der früher durch das Oberautal hinauf zur Passilalm geführt hat, nicht mehr existiert. Ich erfahre später, dass er wegen Lebensgefahr gesperrt ist. Die neue Wegführung erfolgt jetzt über die Seekaralm an der Flanke der Seekarspitze entlang. Ich hätte also sogar noch eine Station vorher aussteigen können, um den Einstieg hier beim Hinterwinkel schneller zu erreichen. Um zur 600 Meter höher gelegenen Seekaralm zu gelangen, wähle ich den Fahrweg über die Kogelalm. Der ist zwar etwas länger als der Wanderweg, geht jedoch nicht so steil bergauf. Hier der Blick von der Kogelalm hinüber auf den Rofan mit der Kögelalm. Der nächtliche Regen hat den blühenden Wiesen gut getan und die Bäche sind gut gefüllt. Überall rauscht und plätschert es, sodass der Anstieg nicht langweilig wird. Neben den verschiedenen Arten von Knabenkraut, das hier weit verbreitet ist, blühen am Wegesrand zum Beispiel die liebliche Glockenblume und ihre nahe Verwandte, die bärtige Glockenblume. Aber auch Türkenbuntlilien leuchten rot-violett immer wieder an den Böschungen. Hier, kurz vor der Seekaralm, habe ich einen freien Blick hinunter auf Achenkirch im Tal der Seeache. Im Vordergrund der künstlich angelegte Speichersee. Dann erreiche ich die 1500 Meter hochgelegene Seekaralm und lege eine kurze Rast ein. Auf der anderen Seite des Oberautals sieht man auf die Kaserstadtalm an der Flanke der Schreckenspitze. Auf dem neu gemachten breiten Wirtschaftsweg geht es dann hinüber zur Passilalm. Erschließung des ländlichen Raumes nennt man solche Maßnahmen, die zwar Narben hinterlassen, den Almbauern aber die Arbeit enorm erleichtern. Ich erreiche den Sattel bei der Wilden Kirche oberhalb der Passilalm und habe einen freien Blick auf die rund 2100 Meter hohe Seebergspitze. Die markanten Felsformationen der Wilden Kirche,
und der Blick den Schobergraben hinunter, hinüber zu den Skigebieten am Christlumkopf. Jetzt geht es hinunter zur Passilalm, die in einer Senke am Ende des Oberautals liegt. Hinter der Alm der Passilsattel, über den ich später hinüber muss. Die Alm wird nur rein landwirtschaftlich genutzt, sie ist also nicht bewirtschaftet. Vor 28 Jahren haben wir hier noch etwas zu trinken bekommen. Die Häuser der Passilalm bilden fast schon ein kleines Dorf. Und seitdem es den Fahrweg gibt, hat sich auch einiges verändert, wie ein Vergleichsbild aus dem Jahr 1984 zeigt. Von einer Ruhebank aus oberhalb der Passilalm zeigt der Blick zurück Richtung Schreckenspitze, dass sich wettermäßig etwas zusammenbraut. Es wird Zeit, weiterzugehen. Mitten durch die blühenden Alpenrosen führt der kaum erkennbare Weg hinauf zum Passilsattel. Genau an dieser Stelle war ich vor 28 Jahren beim Aufstieg schon einmal gestanden, wie das Foto aus dem Jahr 1984 beweist. Allerdings war ich damals nicht nur erheblich jünger und schlanker, sondern auch das Wetter um einiges besser. Denn kaum habe ich das Foto gemacht, fängt es schon an, heftig zu regnen. Und geschützt unter einem Baum krame ich für mich und den Rucksack den Regenschutz heraus. Als ich den Passilsattel erreiche, regnet es in Strömen und ich bin mitten in den tiefhängenden Wolken. Aus diesem Grund verzichte ich auf den geplanten Weg über die Seebergspitze, sondern nehme den direkten Abstieg hinunter zur Plätzachalm, die bei diesem Regen nur schemenhaft im Tal zu sehen ist. Auch der Blick von hier oben hinein ins Karwendel ist bei diesem Wetter leicht getrübt. Der Abstieg hinunter zur Plätzachalm über die Serpentinen gestaltet sich schwierig, denn bei diesem Wetter ist alles rutschig und der Weg teilweise von einem Bach nicht zu unterscheiden. Doch dann bin ich unten im Gerntal und der breite Fahrweg führt an der Plätzachalm vorbei in Richtung der Sennhütten. Und weil es zwischenzeitlich nur noch leicht nieselt, machen sich auch andere Wanderer auf den Heimweg in Richtung Pertisau. Hinter den Sennhütten teilt sich der Weg und ich entscheide mich für den oberen Seebergsteig. Das erweist sich nachträglich als Fehler, denn es beginnt wieder heftig zu regnen. Hätte ich mich anders entschieden, hätte ich bereits im Oberdorf auf den Bus warten können. So aber komme ich erst ganz vorne am See hinunter in den Ort. Und die sonst belebte Bootsanlegestelle ist bei diesem Wetter fast menschenleer. Ich war froh, als ich an der Bushaltestelle endlich aus dem Regenumhang schlupfen konnte und dass ich nicht lange auf den Bus warten musste, der mich nach einer kurzen Rundfahrt durch Pertisau in Maurach direkt vors Hotel brachte.